Hallo liebe Anglerinnen und Angler, es ist ziemlich kalt geworden, trotzdem bin ich heute unterwegs, um ein neues Video für euch abzudrehen und dazu begrüße ich euch erstmal ganz herzlich. Diesmal geht es um das Thema Köderwechsel. Wann lohnt sich ein Köderwechsel? Wo lohnt sich ein Köderwechsel? Und wie lohnt sich ein Köderwechsel? Viel Spaß beim Zuschauen. Bevor ich überhaupt einen Köder wechseln kann, muss ich mich erstmal natürlich für einen entscheiden. Und das wird ein Frequency Shed sein in der Farbe UV Queen. Ihr könnt euch ja erinnern, ich habe in einem der letzten Videos gezeigt, wie ich an einer Hafenausfahrt angle und auch gesagt, dass so eine Hafenausfahrt bei Hochwasser immer eine richtig gute Stelle ist. Und genau diese Situation haben wir jetzt. Also der Wasserstand ist hoch, es ist trüb und dazu noch ziemlich bedeckt. Und in so einem Fall hat sich einige Male schon in letzter Zeit, muss ich vielleicht auch dazu sagen, dieses Dekor sehr gut bewährt. Das ist also eigentlich schon seit Jahren so ein Dauerbrenner und den Frequency Shed gibt es ja jetzt in der Farbe auch. Und ja, also eigentlich spricht alles dafür, dass heute ein paar Zander beißen könnten. Es ist zwar wirklich ganz schön kalt, aber ich bin zuversichtlich. Strömung ist auch relativ stark, aber wir sind ja hier im Bereich der Hafenausfahrt, wo man also auch ruhigere Zonen hat. Ich habe einen 20 Gramm Kopf montiert, den werde ich hier glaube ich auch brauchen. Und dann gucken wir mal, ob die Zander schon wach sind. Normalerweise ist es ja jetzt um diese Jahreszeit in der Dunkelheit immer besser, weil das Wasser eigentlich im Herbst, Winter relativ klar ist. Aber wie schon gesagt, momentan Hochwassersituation. Das bedeutet, wir haben eine relativ starke Eintrübung und unter solchen Bedingungen sind die Zander auch tagsüber aktiv. Und hier in diesem Hafen ist jetzt das Schöne, dass wir hier auch so eine kleine Fähre haben, die ja regelmäßig wendet. Deswegen ist hier so ein ausgespülter Bereich und wie könnte es auch besser sein? Es trifft sich sogar genau damit, dass ich ja gesagt habe, dass bei Hochwasser immer dieser Bereich, wo das Wasser in den Hafen reindrückt und dann da so diesen Kreisel bildet, dass das besonders gut ist und genau da ist also auch der Bereich, wo diese kleine Fähre hier immer wendet. Und da vermute ich jetzt die Zander. Jetzt müssen wir mal gucken, ob sie auch in Beißlaune sind. Also es ist schon kalter Wind, wir haben jetzt so 0 Grad, bisschen mehr vielleicht, 1-2 Grad, sonst hätte ich schon Eis an den Rutenring. Und ich führe den Köder jetzt hier sehr langsam, Faulenzer-Technik. Und obwohl ich hier nur 1-2 Kurbelumdrehungen mache, merke ich schon, die 20 Gramm, die brauche ich auf jeden Fall. Hier an der Stelle sind die Fische jetzt nicht so leicht zu lokalisieren, weil die ziehen hier auch rum und deswegen werde ich den Spot erstmal ein bisschen ausangeln. Und da sich der Köder, den ich hier montiert habe, in letzter Zeit bewährt hat, werde ich den jetzt erstmal dran lassen und dann mal schauen, ob bald ein Tock kommt. Zweiter Wurf. Fühlte sich jetzt nicht allzu groß an, aber das war auf jeden Fall einer. Schade. Das bedeutet, mit anderen Worten, ja, ich sage ja auch selbst immer, ein Fisch ist kein Fisch, aber war auch eindeutig ein Zander, sieht man ja sehr schön. Das bedeutet, dass meine Köderwahl auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht ist und die Zander vielleicht heute in Beißlaune sind. Also weiter geht's. Yes! Naja, ich würde sagen, die Köderwahl passt. Ist jetzt kein Riese, aber auch kein ganz kleiner. Schöner Tock gewesen. So, Kescher liegt hier, den brauche ich hier an der Stelle natürlich. Das ist klar. Blopp. Und rein damit. Jawohl, schön. Kein Monster, aber
Das ist immer das Wichtigste. Vertrauen zum Köder gehabt. Und da ist der Zetti. Schöner Biss gewesen. Oh. Naja, das ist Winterangeln. Da seht ihr ihn mal. Voll genommen den Köder. So muss das sein. Schön. Der Anfang ist gemacht. So. Gut. Ist hier nicht allzu hoch. Und das geht noch. Da kann man ihn reinpumpsen lassen. Sehr schön. Ja, das ist genau schon mein ganz wichtiger Punkt, den ich damit erwähnt habe. Vertrauen in den Köder. Vertrauen in den Köder ist einer der wichtigsten Faktoren, um beim Spinnfischen, beim Kunstköderangeln überhaupt regelmäßig zum Erfolg zu kommen. Und dieses Vertrauen zum Köder hatte ich jetzt sehr glücklicherweise, weil ich ganz einfach in den letzten Wochen, zwar nicht an dieser Stelle, aber an vergleichbaren Stellen und bei vergleichbaren Bedingungen genau mit diesem Köder und dieser Farbe gut gefangen habe. Aber das war ja jetzt schon mindestens der zweite Biss. Ich hatte, glaube ich, zwischendurch noch einen gehabt. Und jetzt passt auf, genau das ist eine Situation, wo ihr den Köder auch mal wechseln könnt. Die meisten Angler wechseln ihren Köder nämlich immer dann, wenn sie keine Bisse bekommen. Und häufig liegt das daran, dass keine Fische am Platz sind. Hier ist das Schöne, ich weiß, dass Fische da sind, weil ich ja schon Bisse hatte und jetzt auch einen gefangen habe. Und ich weiß auch aufgrund der Gegebenheit an diesem Spot, dass das einfach jetzt bei Hochwasser halt, wie ich es schon anfangs gesagt habe, ein sehr guter Platz ist. Und deswegen versuche ich es jetzt mal mit der gleichen Ködergröße. Aber ich nehme jetzt mal dieses Dekor. Da sind wir wieder bei dem Thema Köderfarben. Das hatten wir ja in einem anderen Video auch schon mal besprochen. Ich nehme jetzt mal dieses Dekor Green Light anstatt diesem UV Green. Ganz einfach aus dem Grund, dass es wirklich sehr bedeckt, sehr neblig ist und dass das Wasser sehr trüb ist. Und da macht es eben Sinn, jetzt mal zu schauen, ob man auf den Köder, der ja schon erfolgreich gewesen ist, in einer anderen, vielleicht noch etwas grelleren, UV-aktiveren Farbe jetzt eventuell sogar noch den ein oder anderen Biss mehr erhält. Das ist jetzt der erste Versuch. Also wie gesagt, gerade wenn ihr die Situation habt, dass Fische am Platz sind, dass ihr auch Bisse bekommt, dann lohnt es sich mal, den Köder zu wechseln, weil ihr dann auch Vertrauen in andere, vielleicht auch gegebenenfalls neue Köder sammeln könnt. Klar, den Frequency Shade kenne ich natürlich jetzt schon und das ist auch nur ein minimaler Wechsel, aber ich vollziehe den erstmal und mal schauen, was sie dann zu dem Green Light jetzt gleich sagen. 20 Gramm Kopf behalte ich bei. Da kann man den Köder schön langsam damit fischen, faulenzen mit einer Kurbelumdrehung. Jetzt im Winter oftmals die beste Technik, um den Köder anzubieten für einen Zander, weil Fische sind wechselwarme Tiere und die sind sowohl die Beutefische als auch die Zander sind jetzt natürlich um diese Jahreszeit langsamer unterwegs und da sollte man sich eben auch bei der Köderführung entsprechend drauf einstellen. Also langsame, ruhige Köderführung im Winter, das Mittel der Wahl in vielen Fällen. War ich der Meinung? Shit. Oder? Doch nicht. Nee. Doch, gucken wir hier hin. Ah, aber ich, also das war jetzt, glaube ich, oder er hat ihn jetzt so gehalten. Hier, gucken wir, siehst du hier hin auf beiden Seiten. Bam, bam, zwei. Also Green Light wollen sie auch. Vielleicht hätte man den jetzt hier mit einem Angstdrilling bekommen. Ich habe aber trotzdem drauf verzichtet. Und zeigt also, dass der Plan aufgeht. So dieses Dekor funktioniert auf jeden Fall auch. Und vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, diese Köderform funktioniert. Und jetzt will ich euch mal was ganz Spannendes zu dem Thema sagen. Und zwar, es wird ja immer so ein bisschen Köderkult betrieben. So. Und ich hatte ja jetzt gefangen mit dem Frequency Shad hier in dem Dekor. Jetzt hat es einen Biss auf Green Light gegeben. Beides, wie gesagt, zwei relativ UV-aktive Farben. Sind jetzt nicht komplett gleich, aber gehen in die gleiche Richtung. Also so grün-gelb auf jeden Fall. Das scheint zu funktionieren. Das habe ich mir auch gedacht, dass es jetzt bei diesen bedeckten Bedingungen hier solche eher grellen Dekore auf jeden Fall gut funktionieren, weil das Wasser auch sehr trüb ist. So, und ich habe hier mal noch einen anderen Köder mitgebracht.
mit dem ich, und das sage ich ganz offen, auch wenn es kein Seika Pro-Köder ist, früher sehr, sehr gerne geangelt habe. Ich habe auch noch eine Packung im Keller gefunden, das ist ein Kitec Easy-Shiner. Und da brauchen wir auch gar kein Geheimnis draus machen, diese Farben hier sind natürlich relativ ähnlich. Und ich möchte auch gar keinen Hehl draus machen, wahrscheinlich würde ich jetzt mit diesem Köder hier ganz genauso gut fangen. Beziehungsweise auch schlecht, aber ein paar Bisse hat es ja schon gegeben in dem Fall. Allerdings würde es mir jetzt keine wirklich nennenswerten neuen Erkenntnisse bringen, wenn ich den Köder jetzt hier anstatt von dem Frequency Shed montiere, weil diese Köder in ihrem Aktionsmuster ziemlich ähnlich sind. Sie haben beide eine schlanke Form und einen relativ kleinen Schwanzteller. Und das heißt eigentlich mit anderen Worten, dass die vom Laufverhalten her vielleicht nicht ganz identisch sind, aber auf jeden Fall in eine ziemlich gleiche Richtung gehen. Also das heißt, es macht jetzt keinen Sinn, wenn man in so einer Situation ist, wo man also doch den einen oder anderen Fischkontakt bekommt, weiß, dass Fische da sind, wenn man jetzt neue Erkenntnisse sammeln will oder neue Köder testen möchte, jetzt sowas dran zu machen, was eigentlich fast identisch ist mit dem, worauf man schon gefangen hat. Was jetzt also Sinn ergeben hat, war die Geschichte erstmal diese Farbe ein bisschen zu verändern, also auf ein grelleres Dekor. Hab jetzt noch keinen Fisch damit gehabt, aber hat auf jeden Fall auch schnell einen Biss drauf gegeben. Und jetzt weiß ich natürlich nach wie vor, hier sind Fische am Spot und ich kann vielleicht auch noch mehr fangen. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass man einfach mal einen Köder einsetzt, der ein anderes Laufverhalten zeigt. So, ich habe jetzt hier also nochmal den Erfolgsköder, den Frequency Shed, und jetzt habe ich hier mal zwei andere Köder, die auch, wie schon gesagt, ähnliche Farbe haben, aber ein anderes Laufverhalten. Zum einen hier den Zander Twist, das ist also ein Doppelschwanz-Twister, der auch gerade von seiner schlanken Form hier zum Zanderangeln auch konzipiert ist. Und das ist natürlich ein anderes Laufverhalten oder vor allen Dingen eine andere Druckwelle, die dieser Köder erzeugt, als wenn man jetzt hier so ein Modell mit dem Schaufelschwanz benutzt. Und auch das hier ist eine interessante Alternative. Bei der Farbe wissen wir ja auch schon, dass sie funktioniert. Green Light hatte ich ja eben den Biss drauf. Hot Pirsch übrigens auch sowas ähnliches. Und hier ist jetzt auf jeden Fall der Vibration Shed und das ist ein V-Tail. Also ein Köder, der auch wieder ein anderes Laufverhalten zeigt als der Frequency Shed, ein anderes Laufverhalten als der Zander Twist und dementsprechend jetzt auch mal ein Versuch wert wäre, um zu schauen, gerade im kalten Wasser, ob die Fische vielleicht auf so eine noch etwas ruhigere Köderaktion stehen. Ob das so ist, da bin ich mir nicht sicher, weil das Wasser eben auch wiederum sehr trüb ist, aber ich versuche es auf jeden Fall. Wir wissen, die Farbe funktioniert und wir wissen zumindest auch, dass so eine schlanke Form und diese Ködergröße funktioniert. Und jetzt schaue ich mal, ob sie vielleicht eine andere Köderaktion wollen. Und ich entscheide mich einfach mal für den Zander Twist. Scheiße. Ja, also die Twister-Aktion wollen sie auch. Der hing jetzt ganz kurz, aber der Anhieb ist nicht richtig durchgekommen. Schade. Aber da sieht man auch mal wieder, wenn Zander am Spot sind und wenn sie auch ein bisschen in Fresslaune sind, dann ist weder das Dekor noch ganz konkret die Köderaktion so super entscheidend. Schade. Naja, gut, machen wir weiter. Hat auf jeden Fall schon mal einen Fehlbiss damit gegeben, beziehungsweise einen kurzen Kontakt. Da sollte doch noch mehr möglich sein, oder? Na also, mit dem Zander Twist klappt es auch. Der ist jetzt relativ ufernah eingestiegen. Bisse kommen extrem vorsichtig, also der war jetzt auch wieder kaum zu spüren, aber egal. Kleiner Zetti, aber
Auf jeden Fall. Oh, na komm her. Na komm her. Ach. Nochmal. So, jetzt. Ja, also schlanke Form, grelles Dekor und ja, so eine eher passive Aktion. Also hier der Zander-Twist, der hat ja jetzt auch keine mega starke Bewegung, die er macht. Sowas wollen sie auf jeden Fall. Bisse kommen sehr vorsichtig, weil wahrscheinlich das Wasser extrem kalt ist. Und da ich jetzt hier vorher auf den Zander-Twist auch erstmal wieder einen Fehlbiss hatte, bevor ich den Fisch bekommen habe, könnte ich jetzt immer noch oder spiele immer noch mit dem Gedanken, ein Zusatzdrilling dran zu machen. Aber das mache ich nicht. Ich habe nämlich was viel Besseres auf Lager. Wartet mal ab. So, ich habe mir nämlich nicht umsonst eine zweite Route hier mitgenommen. Denn gerade jetzt im Winter, auch wenn ich damit eigentlich nicht so gerne angle, aber das Wasser ist eben sehr kalt und das hat sich eben schon darin niedergeschlagen, dass es also wirklich doch einige Fehlbisse gab. Jetzt wieder zum Thema Köder. Ich weiß, dass der hier gut ist. Der hat gleich funktioniert. Man könnte jetzt auch den Thunder Twist nehmen oder den Frequency Shad halt in Green Light. Aber ich nehme jetzt wieder UV Green und ich angle jetzt mit Dropshot. Weil mit Dropshot habe ich die Möglichkeit, den Köder noch langsamer anzubieten und gleichzeitig aber auch ein schweres Blei zu montieren hier in der doch relativ harten Strömung. Aber der Zander muss dieses schwere Blei dann nachher nicht mehr einsaugen, weil der Köder ja quasi schwerelos ist und hier nur an diesem kleinen Haken dann quasi drauf ist. Ich ziehe den erstmal auf. Und das ist jetzt also so eine Option, wenn man weiß, welche Köder ungefähr funktionieren. Es würde jetzt aus meiner Sicht eben keinen Sinn ergeben, jetzt irgendein Modell mit sehr lebhafter Aktion zum Beispiel zu montieren wie ein Troubleshad, weil das hier in der starken Strömung und auch bei der kalten Jahreszeit nicht so gut passt, zumindest jetzt nicht mitten am Tag. Mit dem Köder weiß ich, der ist gut, der hat sich hier schon bewährt. Und wie gesagt, mit Dropshot kann ich den jetzt schön langsam fischen. Ich habe mir jetzt hier mal 24 Gramm Blei mitgenommen. Dann gucken wir mal, ob sich da vielleicht ein Zander aus der Reserve locken lässt. Also anstatt jetzt eine andere Aktion oder ein komplett anderes Ködermodell oder eine vollkommen andere Farbe zu wählen, verlasse ich mich auf das, was sich hier schon bewährt hat und fische es jetzt einfach mit einer anderen Technik, um die Köderpräsentation zu verändern. So, machen wir das hier mal dran. Also 24 Gramm ist sogar ein bisschen schwerer als der Jigkopf, den ich benutzt habe. Das kann ich ja hier, wie gesagt, jetzt machen. Abstand zum Köder ungefähr 50 cm. Kann man ja noch verändern, gegebenenfalls. Mal schauen, wie sie das finden. Aber bevor ich damit anfange zu angeln, ziehe ich mir doch wieder meine Handschuhe an, weil es ist nämlich heute wirklich verdammt kalt. Und wie gesagt, ich denke, dass das auch der Grund ist, warum die Fische doch, obwohl sie eigentlich gut drauf sind, sehr vorsichtig beißen und ich die Fehlbisse hatte. Aber das soll sich jetzt mit der Dropshot-Montage ändern. Ja, merkt man auch richtig schön, das Blei kommt hier gut durch, wenn das unten steht. Und ja, kann man den Köder also dann wirklich mal ein, zwei Sekunden dann auch stehen lassen. Weil die Strömung arbeitet ja jetzt für mich, sorgt dafür, dass der Schwanzteller sich vom Frequency Shad trotzdem bewegt. Immer mal so ein bisschen hier in die Route schlagen, wenn ich ihn gerade stehen lasse, also wenn das Blei unten am Grund liegt. Aber viel mehr muss man nicht machen. Selbst hier direkt vor dem Steg, wo ich, weil der Strömungsdruck doch sehr stark ist, mit dem 20 Gramm Kopf, also mit dem 20 Gramm Jigkopf, wirklich eine sehr lange Absinkphase hatte, zu lang eigentlich schon, kann ich jetzt hier mit dem 24 Gramm Dropshot Blei noch recht gut arbeiten. Das ist schön. So,
ja, Dropshot wollen sie nicht, also machen wir noch mal ein paar Minuten hier mit dem Gummifisch am Jig. Das wäre natürlich jetzt eine spannende Erkenntnis. Die habe ich ja eigentlich schon, dass Dropshot nicht funktioniert, aber wenn ich da jetzt gleich wieder einen drauf fange oder relativ schnell einen drauf fange, dann kann man das eigentlich doch als relativ erwiesen ansehen, dass Dropshot hier heute zumindest heute nichts ist. Aber mal gucken, vielleicht wollen sie auch nicht mehr beißen. Vielleicht sind sie jetzt schlecht drauf. Ich werde es rausfinden. Also das ist der Köder, der hier am Anfang gleich Erfolg gebracht hat. Frequency Shad in UV Green. Jetzt hier möglichst keinen Abgang machen. Und dann kann ich da vielleicht gleich noch ein Setti drauf fangen. Mal schauen. Jetzt ist der Jigkopf wieder im Einsatz und das hat sich bewährt. Und ihr wisst ja, Vertrauen in den Köder, Vertrauen in dem Fall auch in die Methode bzw. Montage. Wäre schön, wenn das jetzt hier nochmal ein Setti bringt. Fisch! Das gibt's nicht, ey. Also eindeutiger geht's wirklich nicht. Ich hatte beim ersten Wurf gleich einen vorsichtigen Fehlbiss mit dem Frequency Shad am Jigkopf. Nachdem ich hier die ganze Zeit mit Dropshot nichts bekommen habe von der Stelle aus und jetzt beim zweiten Wurf, es ist zwar nur ein kleiner Zander, aber es ist ein Zetti. Ja, also wirklich eine super eindeutige Sache. Ah, komm her. Das ist wirklich immer besser, wenn man solche kleinen Fische hier dann gar nicht erst mit dem Kescher nimmt, sondern wenn man die Möglichkeit hat, von dem Steg ist natürlich was anderes. Da brauche ich einen Kescher, aber hier mit der Hand und kann sofort wieder ins Wasser rein. Ja, cool. Also auch wenn es keine Giganten sind, aber die Zander beißen, aber sie beißen nur auf Gummi am Jigkopf und da sieht man wieder volles Vertrauen in den Köder gehabt, weil der die letzte Zeit gut gefangen hat, weil er auch hier sofort was gebracht hat und naja, ihr seht, das funktioniert. Und was vielleicht auch noch ganz kurz zu erwähnen ist, ganz interessant für alle, die immer denken, Stahlvorfache auf Zander, ihr habt es ja gesehen, bei der Dropshot-Montage, habe ich aus Fluorcarbon gebunden, hier habe ich jetzt wieder einen 7 Kilo Stahl dran. Stört die Zander, gerade hier in dem trüben Wasser, nicht mal ansatzweise. Boah. Auf volle Distanz. Ach Gott. Naja, also er hat sich deutlich besser verkauft, als er dann wirklich ist. Da fühlen die sich manchmal so ein bisschen komisch an. Das hat sich ja schon hier rauskristallisiert, dass die Bisse sehr vorsichtig kommen. Und das ist jetzt so einer, der, wo man immer so schön sagt, der hat sich drüber geschoben. Ja, ob das nun wirklich dann so, das ist ganz lustig, der Gummi hier von hinten in den Kiemendeckel hier reingezogen. Jetzt habe ich ihn raus. Zetti geht erstmal schnell wieder rein ins Wasser. Tja. Weg. Boah, also Köder und Farbe funktionieren und es ist echt krass. Es sind zwar viele Fehlbisse, eigentlich müsste man jetzt hier ein Angstdrilling dran machen, weil sie so vorsichtig beißen, aber auf der anderen Seite ist es Quatsch, weil es kommen genug Bisse, da tut es mir nicht weh, wenn mal einer nicht hängt. Und ja, also die Zander sind scheinbar zumindest ganz gut in Beißlaune, das kann man festhalten. Bisse kommen zwar nicht besonders kräftig, aber es ist schon enorm, dass hier vorne mit der Dropshot-Montage wirklich so gar nichts zu holen war. Und jetzt hier kaum macht man den Frequency Shad am Jigkopf dran, wirklich wieder regelmäßig was passiert. Wenn ich zum Boonhopping am Fluss unterwegs bin, dann rate ich euch tendenziell den Köder nicht so häufig zu wechseln. Eben habe ich ja an einer Hafenausfahrt gefischt, wo ich wusste, dass bei den jetzigen Bedingungen da garantiert auch einige Fische sind und ich habe ja auch Bisse bekommen. Bei so einer Buhne weiß man das in den meisten Fällen nicht so genau. Zander ziehen im Fluss viel umher und natürlich gibt es Buhnen, die sehr regelmäßig Fisch bringen und Buhnen, die eher seltener Fisch bringen. Aber nichtsdestotrotz, mein Tipp,
wenn ihr nicht hundertprozentig wisst, dass in der Bude sich wirklich ein paar Zander aufhalten, dann würde ich relativ wenige Würfe machen und dabei unbedingt auf einen Köder wieder setzen, zu dem ihr volles Vertrauen habt. Ganz klar, hier ist das natürlich jetzt wieder der Frequency Shad in UV Green. Gleiches Wasser wird sich hier, wenn Fische da sind, mit Sicherheit auch bewähren. Ich versuche es einfach mal und mache jetzt hier ein paar Würfe. Falls dann aber kein Biss kommen sollte, dann werde ich die nächste Buhne ansteuern und diesem Köder hier auch garantiert treu bleiben. Vertrauen in den Köder, ich sag's ja immer wieder. Vertrauen in den Köder, das ist das Allerwichtigste. Ich hatte eben schon einen Fehlbiss gehabt hier an der Buhne und jetzt hängt er. Auch kein Riese, aber wieder mal Frequency Shad, UV Green, da ist er und hier ist der kleine Zetti, der geht schnell wieder rein. Ja, ich glaube klar, dass ich gar nicht drüber nachdenke, den Köder zu wechseln und ihn nicht wechseln würde, wenn ich jetzt hier weitere Buhnen ansteuere. Das war jetzt der erste Biss, kam glaube ich so ungefähr beim dritten Wurf, der Fisch kam jetzt beim fünften, sechsten Wurf und ich kann es nur immer wieder sagen, selbst jetzt in der kalten Jahreszeit, zumindest wenn man diese Eintrübung hat, ansonsten würde es erst nachts funktionieren, weil das Wasser dann jetzt im Winter klarer ist, aber wenn man diese Eintrübung hat, sind die Zander tagsüber aktiv und bei so einer Buhne weiß man eben im Gegensatz zum Hafen nicht so genau, ob da jetzt wirklich gerade Fisch ist. Hier war jetzt zum Glück welcher, aber ich wusste, dass wenn der Fisch da ist, mein Köder funktionieren wird, weil ich zudem volles Vertrauen hätte. Jetzt könnte man hier auch wieder die Nummer durchspielen, noch mit anderen Modellen, die ähnlich sind, probieren. Im Sommer könnte man jetzt hier auch mal einen vollkommen anderen Köder dran machen an so einer Buhne, zum Beispiel ein Spinjig oder vielleicht ein Shatterbait, um hier im flacheren Buhnenkessel vielleicht mal einen Barsch oder einen Hecht abzugreifen. Das habe ich jetzt aber nicht mehr vor. Ich würde jetzt auf der nächsten Buhne natürlich wieder mit dem Frequency Shad angeln, aber ich fahre jetzt an einen komplett anderen Gewässertyp und sage euch dann da noch ein bisschen was dazu. Also gleich sehen wir uns wieder. So, vollkommen anderes Gewässer, ein kleiner Grabenpolder kann man auch dazu sagen und hier habe ich natürlich jetzt auf Hechte abgesehen und hier wird das Thema Köderwechsel auch wieder sehr interessant, denn in so einem Gewässer mache ich natürlich normalerweise Strecke. Man hat immer in solchen Gräben so ein paar Stellen, zum Beispiel so eine Verbreiterung hier oder eben Brücken, die etwas markanter sind. Aber insgesamt muss man sich hier schon ein bisschen bewegen, um Hechte zu fangen, weil die können hier eigentlich so fast überall stehen. Und wenn man jetzt hier ständig den Köder wechseln würde, dann passiert vor allen Dingen eins, ihr werdet dadurch verunsichert und ihr verliert Zeit. Denn auch wenn das im ersten Moment jetzt vielleicht ein bisschen perplex klingt, aber jedes Mal, wenn man dann möglicherweise vielleicht sich hier auch nochmal die Box aus dem Rucksack rausnehmen muss, Karabiner auf, neuen Köder dran und so weiter, es kostet Zeit und es verunsichert einen vor allen Dingen. Deswegen setze ich jetzt hier auf einen Trouble Shad, relativ groß, 16 cm. Das ist also jetzt für die kalte Jahreszeit eine optimale Größe zum Hechtangeln. Auf gar keinen Fall zu groß, unter Umständen sogar zu klein. Und das ist vor allen Dingen ein Köder, dieser Graben hat ja auch recht trübes Wasser, viel Druck macht und den Hechten schon in dem Moment, wo er aufs Wasser aufplätscht, normalerweise auffallen sollte. Ob sie ihn dann beißen, ob sie ihn dann nehmen, ist eine andere Frage. Aber das ist erstmal wieder ein Köder, der sich beim Hechtangeln auch in so einem Gewässertyp hier schon sehr gut bewährt hat. Und dadurch, dass das Gewässer hier auch nicht sehr tief ist, kann ich damit also wirklich viel Strecke machen. Ich muss den hier auch nicht zwangsläufig über den Boden direkt jiggen. Das bietet sich auch gar nicht so sehr an, weil teilweise solche Gewässer hier ja auch krautig sind und es reicht also normalerweise aus, wenn man so ein Gummi am Jigkopf
so ein Action-Chat wie den Trouble-Chat jetzt hier einfach langsam einkurbelt. Ja, mit so einem Action-Chat kann ich hier jetzt also richtig schön Strecke machen. Ich muss den auch, weil das Gewässer sehr flach ist und weil Hecht sowieso so ein Fisch ist, dem so ein Köder dann auch schnell auffällt, wenn er hier auf die Wasseroberfläche aufplatscht. Ich muss den hier also gar nicht zwangsläufig über den Grund schicken. Ich kann ihn einfach durchkurbeln und das ist beim Trouble-Chat sowieso gut, weil der dann eben starke Druckwellen in dem Moment macht. Und naja, dem Köder muss ich jetzt hier volles Vertrauen schenken und mal hoffen, dass da vielleicht ein Hecht drauf einsteigt. Das Zanderangeln ist ja ganz gut gelaufen. Beim Hechtangeln sieht es dafür jetzt umso schlechter aus. Ich habe nämlich leider viel Strecke gemacht und trotzdem keinen einzigen Biss bekommen auf meinen Trouble-Chat. Natürlich kommt da die Frage auf, hat es vielleicht am Köder gelegen? Und vollkommen ausgeschlossen ist das nicht. Allerdings, wie ich schon erwähnt habe, ich weiß, hier sind Hechte vorhanden und ich habe hier mit dem Köder nicht nur an diesem Gewässer, sondern an vielen anderen auch schon toll Hechte gefangen. Trotzdem keine Reaktion drauf. Ja, man könnte jetzt in so einer Situation nochmal den Köder wechseln und vielleicht sogar nochmal die ganze Strecke sich zurückarbeiten, die ich jetzt schon abgeangelt habe. Allerdings würde es jetzt keinen Sinn ergeben, zum Beispiel ein Fabrico Pike zu montieren, weil da haben wir die gleiche Geschichte wie vorhin beim Zanderangeln und das ist jetzt der große Unterschied. Diese Köder sind von ihrer Form, von ihrem Laufverhalten und letzten Endes auch von der Tiefe, wo man sie anbietet, weil den Fabrico Pike leiert man ja auch durch, ziemlich ähnlich. Beim Zanderangeln habe ich vorhin zwischen solchen ähnlichen Ködern hin und her gezwitscht, weil ich aber auch gemerkt habe, es sind Zander am Platz und die haben auch gebissen. Und da kam ja auch ganz interessante Erkenntnisse dabei zustande. Hier habe ich keinen Biss bekommen, also ergibt es keinen Sinn, jetzt einen ähnlichen Köder zu fischen. Wenn man jetzt einen Köderwechsel vornimmt, dann sollte man in so einer Situation, wenn man auf Hecht angelt, in einem eher flachen Gewässer, beziehungsweise wenn man nicht genau die Hechte lokalisieren kann, dass sie an einem bestimmten Spot stehen, die können ja hier überall an der Uferlinie sein oder in den Gräben, dann würde ich auf einen komplett anderen Ködertyp wechseln. Zum Beispiel einen Nightfight Wobbler, die große Version natürlich. Das ist ein Köder, der mir auch schon sehr viele Hechte beschert hat. Den kann man auch sehr flach führen und der ist auch von seiner Größe ganz passabel, um jetzt einen Hecht zu fangen. Man könnte aber natürlich auch ein Jerkbait nehmen, zum Beispiel den Sendai. Das macht insbesondere in klaren Gewässern Sinn. Aber wie ich schon gesagt habe, gerade in solchen flachen Revieren kommt so ein Hechtangeln natürlich auch gerne mal so ein Shatterbait oder ein Spinnerbait zum Einsatz. Also, wenn man jetzt hier nochmal alles abfischen möchte, sich nochmal zurückarbeiten möchte und mit dem Gummi keinen Biss bekommen hat, dann einfach mal einen komplett anderen Ködertyp montieren. Vielleicht stehen die Hechte dann ja da drauf. Ich werde nochmal einen Spot probieren und ich glaube, da werde ich dann auch nochmal den Nightfight Wobbler dran machen, weil das eben, wie gesagt, auch ein guter Hechtköder ist. Ich denke aber, meine Vorgehensweise konnte ich euch jetzt so oder so schon ganz gut rüberbringen. Wenn ihr Bisse habt, dann lohnt sich ein Köderwechsel. Wenn ihr keine Bisse habt, dann auf jeden Fall immer etwas benutzen, wo ihr volles Vertrauen habt. Und wenn ihr es dann doch nochmal mit einem anderen Modell versuchen wollt, dann nehmt bitte etwas, was wirklich ganz andere Eigenschaften hat. Also so ein Hardbait und ein Softbait, das ist eben doch schon ein relevanter Unterschied. Die laufen auch ein bisschen anders. Insofern wäre es jetzt denkbar, dass man da vielleicht nochmal einen Hecht an den Haken bekommt, der den Gummi vorher verschmäht hat und jetzt zum Beispiel so ein Jerkbait oder so ein Wobbler geil findet. Oh, scheiße! Oh nein! Das war er. Oh, shit. Weiter draußen, aber nah an der Schilfkante. Fuck. Ja, es war jetzt ein unverkennbarer Biss. Und obwohl ich heute so lange damit erfolglos geangelt habe, kam er auf den Trouble-Chat. Den Shit die ganze Zeit im Einsatz hatte. Ja, sieht man auch schön hier vorne die Bissspuren.
Shit. Oh, fuck. Schnell noch mal hinwerfen, vielleicht kriege ich den noch. Es war jetzt schwierig wieder anzuwerfen, aber der, weil es echt weit draußen war, ja, beim Kurbeln. Ja, Vertrauen in den Köder hätte sich fast ausgezahlt. Leider doch nicht. Aber vielleicht beißt er noch mal. Ich mache da noch ein paar Würfe hin. Langsam durchkurbeln. Das funktioniert. Also kann man mit dem Nightfight Wobbler genauso machen. Den hatte ich jetzt hier aber schon dran. Der hat nichts gebracht und jetzt auf den Troubleshot kam der Biss. Ach, ärgerlich, Mensch, dass der nicht geahnt hat. Ja, liebe Zuschauer, also beim Zanderangeln war meine Performance heute definitiv besser als beim Hechtangeln. Trotzdem, ich hoffe, dass ich euch auf jeden Fall ein paar Einblicke in meine Denkweise geben konnte, wie ich so, wenn es um das Thema Köderwechsel geht, agiere und wie ich an diese Thematik herangehe. Und vielleicht konnte ich euch da auch ein bisschen vertrauen. Vermitteln. Vertrauen in euren Köder, dass man also nicht so schnell die Köder wechseln sollte, weil man dadurch nur verunsichern wird und Köderwechsel eben auch nur in ganz bestimmten Situationen so richtig Sinn machen. Wenn ihr andere Meinungen habt als ich, vielleicht Fragen habt oder irgendeinen anderen Kommentar dazu abgeben wollt, dann tut das gerne. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es ein Like für den Film von euch gibt und das Allerwichtigste natürlich ein Abo für meinen YouTube-Kanal. Vielen Dank schon mal dafür und vielen Dank auch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein dickes Petri. Bis zum nächsten Mal. Euer Veit.